Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kenji Days of the Blades. Hatte gerade. Okay. Ich dachte irgendwie, sie hat so ein. Weiß ich nicht. Sollte rückwärts machen. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich die Blumen hier erlegt, die diese Tür hier öffnen. Und können endlich weitermachen. Wo auch immer Shizuka hin will. Weiß ich nicht. Weiß ja gar nicht, was die vorhatte, ehrlich gesagt. よしね様。おお、静かだろ。よくぞご無事で。急ごう。この先が指針で。兵士の残党どもがその先には行かせませんぞ。Das scheint denen egal zu sein. Oh nein, die magische Oma. Oh nee, lass mich raten. Ach, nur ein ganz normaler Alltag in Genji. Die Frage ist jetzt, wen steuere ich? Yoshitsune oder die beiden? これ3。この大理石に収められた札が必要か。静かと。お前たち2人でそれを探してくれるか。国を争う事態。任せください。詳しいことは聴導員で衛兵に尋ねる。では頼んだぞ。 Keine Sorge, mir geht schon gut. Ein bisschen ein paar Posen erstmal. Da steuere ich ihn. Ja, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, mal eine Waffe aufzuleveln, wenn das überhaupt geht. Ja, wie läuft das jetzt ab? Waschamon, hier sag mal, okay. Brauche ich 2000? Nee, das ist mir zu teuer. Machen wir es mal so. War schon wieder so ein Luxus, mit denen zu kämpfen. Ah, sehr gut. Aua. Hey. Ja, je später man angreift, desto anders sind die Angriffe. Okay. Aua. So. Zack. Ich muss mal die Kleinen hier weghauen. Ah. Ich habe gesagt, erst die Kleinen, Mann. Ich hab gesagt. Noch mehr Heildinger. Oh, sehr gut. Heilung, geil. Das ist jetzt hier keine Zeitbegrenzung oder so, dass die irgendwann verschwinden, wenn ich mir zu lange Zeit lasse. Ich würde gern deren Dinger bekommen. Unten sind auch noch zwei. Au! Ihr könnt jetzt wagen. Ich schmeiß gleich meine Schwerter auf euch. Komm, ich krieg dich. Okay, keine Ahnung. Ich mach manchmal irgendwelche Angriffe. Ich habe keine Ahnung, wie ich die mache. So, mach mal. Aua. Erstmal hier alles kaputt. Falls ich. Okay, das war so.
Ne? Tisch. Tisch. Penetration. Da waren alle. Ja, Kamui, geil. Da kommt auch mal hier rein und dann den hier. Wumpa, dumpa, dumpa, dumpa. Netter Tanz. Und zack, wenigstens einer. Was hat er damit? Sag mir nicht, das ist weg. Das ist weg, ja. Verdammt. Penetration. Und zack. Penetration. Hup. So, hab schon gesehen, du charged. Autsch. G60, das ist gar nicht schlecht, glaube ich. Aber ich brauche 2000, um meine Waffe aufzuladen. Ah, aus der Luft geholt. Ich krieg die Krise. Ja, tu einfach hier so wechseln, als wüsste ich, was ich hier tue mit den Waffen. Bams, weg damit. Hopp. Sag mal, am Leben. Ja, irgendwie tun die automatisch ihre pinken Dinger da verlieren oder? Guck mal darauf an, wie ich die angreife. Penetration! Naja. Schon wieder Massen an Gegner. Part 2. Und. Oh, das ist gar nicht voll, sehe ich gerade. Jetzt aber. So, komm jetzt, glaube ich. Komm jetzt auch was gegen eine kleine Viech? So pasch. Krass zerlegt. Krass zerlegt. Dumper, 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 dumper. Gibt der immer noch? Der aber nicht dünn. So. Die Kamera hier einmal noch ein bisschen dreht. Hilfe! Oh, drei von denen natürlich gerade. Ist auch schon eine ganz schöne Kampfmaschine im Gegensatz zu Shizuka. So im direkten Vergleich. Ja, vielleicht muss ich das auch so lange machen, bis ich frei. Keine Ahnung. Wow. Wie bin ich da ausgewichen? Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Na, komm mal her, ich block mal. What? Dann weiche ich. Au, ich habe schon gesehen, dass er auf mich zugeschaltet kam, aber ich dachte, mein Angriff wird den irgendwie abhalten. Lass mich nochmal ein. Ja, das macht die Wurst, glaube ich, weniger. Oh, voll die Kombos hier. Sehr gut. Sah professionell aus. Einfach Dreieck zwischendurch drücken. Sehr gut. Heiliger Bimbam. Ich weiß nicht, wie ich jetzt Punkte bekomme. Ja. Oh nein, Bogenschütze. Geh weg. Muss als erster aufgehen. So, da. Wie viele sind hier noch, Mann? So, komm mal alle her. So passt denn. Sehr gut. Nein.
und weg mit dir. Ich vermisse die Zeiten, wo er wirklich alle getötet hat. Oh Mann. Ja, du. Was ist mit dem los auf einmal? Er klappt sogar. Der auch. Nee, danach kommen immer noch welche. Supasch. Supasch, hab ich gesagt. So, jetzt mach ich wieder den hier. Nein, jetzt kann er abwehren zwischendurch. Problem. Okay, du kannst dich auch am Boden angreifen. Gut. Ja, ich glaube, das hat eine zeitliche Begrenzung gehabt. Oh, das war ein Kampf. Wie ist es mit den beiden weiter? Die Geschichte des Wächters. Nach Angaben des Wächters wurde die Straße zum Schatzgewölf von den Heishi abgeriegelt. Oder Heishi. Nun können sie nur noch einen Mechanismus im ersten Stock der Königshalle auslesen und eine geheime Tür neben den Schlossgraben öffnen. Vorsicht, die Geheimtür schließt sich nach einer bestimmten Zeit wieder, damit keine Feinde ihn durchschlüpfen können. Gut, ich werde Fürst Yoritomo zur Seite stehen. Fürst Benkei, Fürst Shizuka, gebt acht. Geht die beiden? Nehme ich an. Benkei hat jetzt auch einen neuen Knüppel, glaube ich, ne? Den, ja, genau. Was ist das für ein Angriff? Was ist das denn für ein doofer Angriff? Peaks. Ah, jetzt reicht. Boah, guck mal, wie viele Gegner da sind. Nein, er ist ausgewichen. Er ist schon wieder ausgewichen. Bin so schnell für euch, Mann. So ein Dropkick. Der macht voll geil Spaß zu spielen. Busch. Arme Bogenschütze. Busch. Home Run. Richtig, ja. Oh, da oben ist lebendig. Kommt dann gleich. So, die Frage ist jetzt, was passiert, wenn einer von beiden fragt? Dann ist er dann für beide Game Over oder? Boah, und von nach oben baller mich welche ab. Warte mal, ohne ist noch ein Speicherpunkt, oder? Ah. Geil. So, das erste hatte ich geil. Ja, okay. Oh, ich könnte jetzt warten. Fans hier. Ah! Ich werde von überall abgeknallt. Gibt's doch nicht, ey. Warte, die da oben, die knöpfe ich mir jetzt vor, gibt's doch nicht. Da gehe ich jetzt hoch. Muss ich da nicht sowieso hoch? Boah. Okay, ich hätte mich vielleicht noch mit dir heilen sollen vorher. Oh Mann. Meine Güte, sind ja viele Gegner. Ich kann doch nicht eine Shizuka hier alle handhaben. Und zack, und tritt ins Gesicht. Doff. Zack. Sehr gut. Explosion jetzt. Und jetzt noch mal. Geil.
irgendwie war ich jetzt in der Luft da. Viel zu lange. Hi, na. Au, Hilfe. Okay. Hilfe unserer Lady. Wutsch. Wo ist das süß? Dusch. Uff. Da sieht man mal so einen krassen Unterschied zwischen denen. Er ist bis da hinten gerollt. So, jetzt hau den Lukas hier. Uff. Eieiei. Beim den kann er nicht aufladen. So, tut mir jetzt schon leid. Nein. Ding scheiße. Oh, über die Treppe runtergefallen. So, wer will jetzt? Pff, geschmissen. So, wer ist da? Wer läuft da? Ja, da kannst du nichts gegen machen, wenn die riesige Macht hier auf dich zurennt. Uff. Mann, zum Teufel. Der hing einfach in der Luft, Mann. Oh, der hat abgewehrt, genau. Verfolgt doch mal, wie halten die aus? Ich schmeiß jetzt da runter. Wo du Punkte gibst. Ich habe den hier die ganze Zeit. Jetzt kommt der nächste. Hilfe. So, warte mal, da unten ist noch mal ein Speicherpunkt, glaube ich. Da hinten meine ich. Wir reden wir den Typen mal da hinten. Mal gucken. Ja. Abgelehnt. Ob sie jetzt hier irgendwie einen kaputt kriegt. Dann hätte ich töten können. Sehr gut. Jetzt kommt die, die kriege ich sowieso nicht keinen. Mal zu früh. Duff. 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 Sehr schön. Dim. Dom. Dim. Sag, geschlagen. Deswegen sind wir noch. Ach so, ich kann jetzt aufmachen mit Benke, genau. Nehme ich mal an. Lass mich mal kurz da. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würde, ich würde mich kurz heilen. Danke. So, jetzt könnt ihr auch kommen. So, was wolltet ihr noch mal? Ja, abgelehnt. Kreisel auf Doom! Bums. Sehr schön. Mit der Typen klasse. Boah, ich glaube, ihre Waffe werde ich halt erst irgendwie aufbauen, weil sie ist ab. Glaube ich jetzt 7000, geil. Frage ist, wo ich jetzt. Nee, das ist nicht der Schalter, ne? Nur eine Wunderpille, okay. Ja, ich habe jetzt schon mal Gegner getriggert, geil. Und ja, na. Verdammt. Den aber ich mal, genau den. So eine geile Kombi. Und jetzt zack. Hm.
So, als Kontaktfähig, ja. So. Ich muss ja unbedingt um die Ecke gehen, ne? Hab mir nur so gedacht, bevor ich irgendwelche Gegner trigger, soll ich da vielleicht gehen, aber nix da. Ah, sonst dann speichert man, sonst wäre ich echt sauer. Autsch. Warte, den kriegt er aber trotzdem noch. Verdammt. Und zack. Na, was? Da hinten sind ja noch mehr. Die Gegner folgen mir sowieso nicht, also okay, ich zapfe zum Speicherpunkt. Ihr bleibt liegen, verdammt. Liegen, habe ich gesagt. Da kommt der große Macker. Ja, ich habe auch eine Waffe. Das tut aber sehr viel mehr weh. Ja, Bams. So, Speicherpunkt bitte. Shizuka ist schon wieder in Lebensgefahr. Eieiei. So, speichern wir hier. Und ja, wir haben viele Punkte bekommen, habe ich das Gefühl. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kenji Days of the Blades. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.